Das ist der neue BMW 1er. Er ist ein bisschen so wie der vegane Burger von KFC. Als der zuerst auf den Markt kam, dachten KFC-Fans nur, was soll das? Das ist doch gar kein Hähnchen. Das könnt ihr nicht machen. Der Vorgänger war heckangetrieben. Als aber bekannt wurde, dass der hier frontgetrieben wird, waren die Fans dementsprechend entrüstet. Ihr könnt doch nicht einfach den Heckantrieb entfernen. Der vegane KFC-Burger war aber der beliebteste seiner Art und hier könnte es so ähnlich sein. Er könnte sich ebenfalls großer Beliebtheit erfreuen. Und in diesem Video werde ich euch erklären, warum das so ist. Du bist auf der Suche nach einem neuen Auto? Dann geh auf CarWow, um Angebote unserer Partner-Autohäuser zu erhalten. CarWow.de, das Neuwagenkauf-Vergleichsportal. Der Grundpreis des neuen Einsers liegt bei knapp 27.600 Euro. Dafür gibt es den 1.18i in der Basisausstattung. Das ist der 1.18d in der Sportline und kostet ab 35.500 Euro. Aber den Preis wollt ihr sicher nicht zahlen. Klickt jetzt die Anzeige oben rechts, um auf CarWow zu gehen, um dort durchschnittlich bis zu 6.900 Euro beim Kauf eines neuen Einsers zu sparen. Wenn ihr jemanden kennt, der auf der Suche ist, dann empfehlt ihm, CarWow zu googeln. Dort warten ich und mein Team auf euch, um bei der Entscheidung zu helfen, ein gutes Angebot zu machen. Kommen wir zum Design, das sich aufgrund des Wechsels von Heck- auf Frontantrieb maßgeblich geändert hat. Beim alten Einser war der Motor zum Beispiel längs eingebaut. Hier ist er quer. Deswegen hatte der alte eine lange Haube. Das hat ihm ein einzigartiges Aussehen gegeben. Bei diesem hier ist er eben quer. Deswegen ist die Haube kürzer und das Aussehen weniger einzigartig. Abgesehen vom riesigen BMW-Grill, der größer ist, als er sein müsste. Die Front ist meiner Meinung nach okay. Das hier ist das Sportmodell. Die Basis sieht nicht ganz so sportlich aus. Das Sportmodell hat hier unten noch die schwarzen Teile. Dann gibt es noch das sportlichere M-Sport-Modell und den M135i, der noch sportlicher ist. Nicht so sicher bin ich hier bei diesen Klappen. Dadurch sieht er so aus, als würde er eines dieser Anzughemden tragen, die man unterm Smoking trägt. Geschüttelt, nicht gerührt. Die Einbaulage des Motors diktiert dann auch das seitliche Profil. Es ist alles ein wenig generisch. Der könnte so von jeder Marke kommen. Typisch BMW ist der Hofmeister-Knick, aber selbst der ist nicht BMW-typisch. Wie immer bekommt man, je höher man sich in der Modellpalette bewegt, auch größere Alus. Diese fangen mit 16 Zoll an. Das sind 17er beim Sportmodell und 18er beim M135i. Es gibt einen Betrachtungswinkel, aus dem ich den neuen Einser dem alten gegenüber bevorzuge. Nämlich das Heck. Der alte sah nie so wirklich aus, während der hier sogar einigermaßen clever aussieht wie der Dreier Touring. Je höher man sich in der Modellpalette bewegt, desto sportlicher wird das Aussehen des Hecks. Ich kann BMW aber nicht dafür kritisieren, dass sie echte Auspuffrohre verbaut haben, wie der CarWow-Stock der Wahrheit zeigt. Beim M135i sind sie sogar noch ein Stück größer. Schön zu sehen, dass sie, anders als Audi und Mercedes, hier keine Fälschungen verbauen. Bravo BMW dafür zumindest. Kommen wir zu den Motoren. Das ist vor allem dann aufregend, wenn da Twin Power Turbo draufsteht. Bei den Benzinern gibt es den 1.18i, der 140 PS aus einem 1,5 Liter Dreizylinder Turbo produziert oder einen 2 Liter Turbo mit 306 PS im M135i. Bei den Dieseln gibt es den 1.16d mit einem 116 PS starken 1,5 Liter Dreizylinder oder diesen 1.18d mit einem 2 Liter 150 PS Motor. Die 2 Liter Maschine gibt es aber auch in einer höheren Ausbaustufe mit 190 PS. Erhältlich ist der 1er entweder mit einem Schalt- oder Automatikgetriebe. Allradantrieb ist nur bei den leistungsstärkeren Versionen verfügbar. Laut BMW schafft es der 1.18d in 8,3 Sekunden von 0 auf 100. Fuß auf die Bremse, Drehzahl hoch, Bremse lösen. Oh, die Räder sind sogar ein wenig durchgedreht, weil ich im Sportmodus bin. Sonderlich schnell ist er nicht. Und das sind 100 km/h. Ein wenig gemächlich. Mit durchdrehenden Rädern haben wir 8,5 Sekunden gebraucht. Der Innenraum des neuen Einser ist deutlich schöner als der des Vorgängers. Er sieht aber nicht ganz so cool aus wie der einer Mercedes A-Klasse. Dafür fühlt sich hier drin alles ein wenig robuster und solide an. Das ist schön weich. Das auch. Und super komfortabel. Schön. Die Mittelkonsole wackelt wirklich kein bisschen. Sie ist echt stabil. BMW weiß wirklich, wo sie die wichtigsten Knöpfe und Schalter hinsetzen müssen. Man kann sich hier einfach reinsetzen und alles problemlos bedienen. Lüftung, Lichter, Radio und Fahrprogramme. Man kann es sich auch leicht gemütlich machen, weil man den Fahrersitz vielfach verstellen kann.
Und weil es ein BMW ist, kann man natürlich auch die Sitzauflage verschieben und dort all seine Krümel sammeln. Das Lenkrad kann man ebenfalls vielfach verstellen. Die Vorteile des Frontantriebs merkt man vor allem hier hinten auf der Rückbank. Er nimmt einfach weniger Platz weg als ein Heckantrieb. Das bedeutet mehr Platz im Interieur, vor allem für die Passagiere im Fond. Die Beinfreiheit ist tatsächlich recht gut. Man kann seine Beine sogar ein wenig unter den Vordersitz strecken. Die Kopffreiheit ist für mich auch in Ordnung. Leute über 1,80 werden es aber vielleicht ein wenig eng finden und besser im kastenförmigen Golf unterkommen. Klickt oben rechts, um den ausführlichen Test des Golf zu sehen. Für drei Leute gleichzeitig ist der Golf ebenfalls etwas besser geeignet, aber in diesem hier ist es auch noch machbar. Der Getriebetunnel ist nicht allzu groß und der Mittelsitz ist halbwegs komfortabel. Die Seiten verlaufen ein wenig nach innen. Die außen sitzenden Passagiere werden dann also so sitzen, was nicht ganz so gut ist. Im Golf ist das besser. Die Fenster gehen komplett nach unten. Allerdings ist die Fensterkante recht hoch, weswegen kleine Kinder es schwierig finden können, nach draußen zu gucken. Aber im Kindersitz sollte das kein Problem sein. Der Wagen fühlt sich auch hier hinten wie ein wirkliches Premium-Produkt an. Alles ist schön weich, anders als im Golf, wo man überall billiges Plastik findet. Wir haben hier sogar richtige Türgriffe aus Aluminium. Das Sitzmaterial fantastisch. Sogar die Teile, die kein Leder sind, echt schön. Ich bin beeindruckt. Zeit für den Kofferraum. Die Kapazität ist mit 380 Litern die gleiche wie beim A3 oder beim Golf. Zudem sind es 10 Liter mehr als bei der Mercedes A-Klasse. Die Zahlen sind für euch aber wahrscheinlich bedeutungslos. Es bedeutet einfach, dass man vier dieser Koffer, die man im Flugzeug im Gepäck verstaut, in den Kofferraum bekommt. Hier drunter befindet sich praktischerweise dazu noch ein wenig Stauraum. Ich kann also meine teuren Burberry-Sachen draußen behalten. Ihr habt die Ladekante vielleicht schon bemerkt. Es ist nicht allzu schwer, da Sachen drüber zu ziehen. Es gibt aber auch noch ein paar Extras wie diese Metallringe, den Haken zum Befestigen von Einkaufstaschen oder das Netz. Dann gibt es noch weitere Extras wie den Riemen, einen 12-Volt-Anschluss und die Schutzleiste. Diese drei Extras kommen als Teil eines Ablagenpakets, das 146 Euro kostet. Sie sind nicht serienmäßig an Bord. Genauso wenig wie eine elektrische Heckklappe. Diese kostet 487 Euro. Das bringt mich zu 5 nervigen Aspekten des Wagens. Einstellbare Lordosenstütze ist bei keinem Modell ab Werk. Wenn ihr also ein bisschen extra Komfort unter eurem Rücken haben wollt, müsst ihr 244 Euro Aufpreis zahlen. Das gehört sich eigentlich nicht bei einem Auto dieses Grundpreises. Was zum Teufel hat es mit dem Tacho auf sich? Sie sehen halbwegs digital aus. Hier ist immerhin ein Bildschirm in der Mitte, der eine sehr niedrige Auflösung hat. Warum versuchen Sie überhaupt, den Tacho digital aussehen zu lassen? Das ist einfach so unfassbar dumm. Die Rückfahrkamera ist dauerhaft den Elementen ausgesetzt und wird deswegen schnell dreckig. Das bedeutet, dass ihr beim Rückwärtsfahren dann nicht sehen werdet. Wo ist die Armlehne? Hier scheint keine zu sein. Wo ist sie bitte? Ich verlange einen Ablageplatz für meinen Arm. Der neue 1er ist nur als praktischer Fünftürer verfügbar. Anders als beim Vorgänger ist ein Dreitürer also keine Option. Das ist eine Schande. Stellt euch mal vor, wie cool das aussehen würde. Es ist aber nicht alles negativ. Hier kommen 5 positive Aspekte. Man kann den Wagen mit einem optionalen Head-Up-Display ausrüsten. Es ist verdammt groß, was für ein Auto dieser Größe eher ungewöhnlich ist. Wenn ihr ein Smartphone habt mit NFC wie mein Galaxy S10, könnt ihr damit euren Wagen öffnen. Hier, schaut mal. Brillant. Anschließend könnt ihr ihn einfach in der Mittelkonsole ablegen und den Startknopf drücken, um den Wagen zu starten. Es funktioniert sogar, wenn der Akku leer ist, irgendwie. Stellt euch vor, ihr braucht extra Platz im Kofferraum und entfernt deswegen die Abdeckung. Wo soll sie nun hin? Hier passt sie natürlich nicht rein. Ihr wisst ja, was das bedeutet. Das wird Ihnen eine Lehre sein. Bist du sicher, dass die nicht reinpasst? Hol sie doch wieder. Tut mir leid, BMW. Warum muss ich immer alles richtig machen? Sie haben es sogar wirklich clever gelöst, indem sie hier einen extra Platz für die Abdeckung geschaffen haben. Sie passt hier also wirklich drunter. Ihr könnt das hier sogar hochklappen, um es einfacher zu machen. Gut gemacht, BMW. Tut mir leid, dass ich eure Abdeckung weggeschmissen habe. Serienmäßig kommt der 1er mit einem 42-Liter-Tank. Für 50 Euro extra könnt ihr diesen 52 Liter groß machen. Das bedeutet, dass man mit einem 1.18D weitere 197 Kilometer fahren kann, im Gegensatz zum kleinen Tank. Den größeren Tank kriegt ihr beim 1.20D und M135i ab Werk. Das 7-Gang-Automatikgetriebe, das man beim 18i und 16D auswählen kann, nutzt ein spezielles Öl mit niedriger Viskosität. Dies soll den Widerstand reduzieren, wodurch weniger Emissionen produziert und Sprit verbraucht werden soll. Dann wollen wir mal gucken, wie der Kleine sich in der Stadt fährt. Die Lenkung ist ziemlich leicht. Der Wagen lässt sich auch ganz leicht manövrieren, weil man eine wirklich gute Rundumsicht hat. Der Wendekreis ist ziemlich klein. Aber nicht ganz so klein wie der eines A3.
Klickt jetzt die Anzeige oben rechts, um mein Video über den neuen A3 zu sehen. Wenn ihr also gerne viele U-Turns macht, naja, dann scheint ihr nicht ganz zu wissen, wo ihr hinwollt. Aber für den Fall ist der A3 wirklich besser für euch geeignet. Nicht kritisieren kann ich dafür das Fahrwerk. Das hier ist das normale Fahrwerk, das sich beim Überfahren von Schlaglöchern ziemlich gut verhält, sogar auf dieser ungepflasterten Strecke hier. Auch wenn ich jetzt nicht weiß, wo ihr sowas erleben werdet. Selbst wenn ihr wie ich auf dem Testgelände seid und über den schlechtesten Abschnitt fahrt, schlägt er sich hier noch wirklich gut. Kommen wir nun zum Getriebe. Ich bin kein großer Fan von BMWs Schaltgetrieben, aber die Automatik ist wirklich gut. Egal, ob ihr langsam manövriert oder auf der Autobahn fahrt, sie macht ihre Sache einfach gut. Wo wir schon bei der Autobahn sind, gucken wir mal, wie er sich bei höheren Geschwindigkeiten verhält. Dafür werde ich das Getriebe erstmal in den manuellen Modus schalten. Er ist jetzt im dritten Gang bei 65 km/h. Und Vollgas! Ja, der Motor hat untenrum eine Menge Bums, aber im oberen Drehzahlband geht ihm dann doch die Puste aus. Was ist aber, wenn ihr schnell jemanden von 65 km/h überholen müsst und ihr gerade im normalen Modus unterwegs seid? Wie schnell schaltet die Automatik runter? Ja, der Kickdown war tatsächlich ziemlich okay. Das Getriebe ist wirklich nicht schlecht. Wenn ihr dann etwas schneller unterwegs seid, kann man kaum Windgeräusche hören. Dafür kann man durchaus Abrollgeräusche wahrnehmen. Mehr als in einer A-Klasse Mercedes. Klickt jetzt die Anzeige oben rechts, um meinen Test zu dem Wagen zu sehen. Den Verbrauch kann ich auch nicht kritisieren, der liegt nämlich bei 6 Litern auf 100 Kilometer. Er soll eigentlich nur 5 Liter verbrauchen, aber in der echten Welt gehen 6 Liter vollkommen in Ordnung. Aber wie sieht es auf einer kurvigen Strecke aus? Dafür wechsle ich in den Sportmodus, das macht die Lenkung schwerer und das Getriebe in den manuellen Modus. Man bekommt nicht mehr das Gefühl, aus den Kurven herausgedrückt zu werden, wie es noch im alten Einser mit Heckantrieb der Fall war. Aber abgesehen davon fühlt er sich definitiv verspielter und spaßiger an. Man sitzt dazu noch recht tief im Wagen, was dem Fahrer noch ein sportlicheres Gefühl gibt. Wenn man zu schnell in eine Kurve fährt und vom Gas geht, verlagert sich das Gewicht nach vorne. Der Wagen dreht sich dadurch ein wenig, um besser durch die Kurve zu kommen. Er ist wirklich verspielt und fährt meiner Meinung nach insgesamt einfach besser als der alte Einser. Ich weiß, dass die BMW-Fanboys jetzt wieder sagen, aber der Heckantrieb ist immer besser. Aber dieser Wagen ist der Beweis dafür, dass das nicht der Fall ist. Der Grund für den Wechsel zum Frontantrieb ist aber recht simpel, wenn ich ehrlich bin. Die meisten Käufer des alten Einsers wussten nicht mal, dass er heckangetrieben ist. Da habt ihr es. Wie es sich für einen BMW gehört, kann man natürlich auch die Stabilitätskontrolle komplett deaktivieren. Das bedeutet, dass ich mit ihm ein paar Donuts machen können sollte. Versuchen wir es mal. Er tut nichts. Warum tut er nichts? Ach ja, stimmt, Frontantrieb. Wenn ich rückwärts fahre, müsste er eigentlich heckangetrieben sein. Ja, mehr oder weniger. Auf geht's. Okay, das reicht, mir wird langsam schlecht. Donuts kann er also vielleicht nicht machen, weil er frontangetrieben ist, er fährt sich aber trotzdem verdammt gut. Der neue Einser verdient es also, als ultimative Fahrmaschine bezeichnet zu werden. Wenn die Designer nur so gute Arbeit geleistet hätten wie die Ingenieure. Wie ich bereits erwähnt habe, ist der neue Einser Front- und nicht mehr Heckangetrieben. Er teilt sich die Plattform mit dem X1, dem X2, dem Mini Countryman und dem Mini Clubman. Allradversionen sind aber auch erhältlich. Beim 120D ist er optional und beim M135i serienmäßig. Wenn man normal unterwegs ist, geht die Kraft dort nur nach vorne. Braucht man aber mehr Grip, kann der Wagen bis zu 50% seiner Kraft an die Hinterräder schicken. Alle Einser kommen mit einer Einzelradaufhängung an der Hinterachse. Das ist bei seinen Konkurrenten wie der A-Klasse und beim A3 nicht der Fall. Dort gibt es eine Einzelradaufhängung nur bei den teuersten Modellen. Die günstigeren kommen mit einer Starrachse. Das ist ein wenig so, als würde man seine Beine an den Knien zusammenbinden. Man ist einfach nicht mehr so agil. Wenn ihr Kurven etwas härter nehmt und das kurveninnere Rad Haftung verliert und durchdreht, kann der Wagen das Rad automatisch ein wenig bremsen und die Kraft an das kurvenäußere Rad schicken, da es mehr Traktion hat. Er kann darauf wirklich schnell reagieren. Der M135i kann da sogar noch einen drauflegen. Er hat nämlich eine richtige mechanische Differentialsperre an der Vorderachse. Die sorgt dafür, dass die Kraft immer an das vordere Rad mit der besten Traktion geschickt wird. Die M-Sport-Modelle kommen nicht nur mit verbesserten Bremsen, sondern auch mit einem tieferen und härteren Sportfahrwerk. Und bei den Modellen mit Schaltgetriebe sind dazu noch die Schaltwege kürzer. Man kann den Wagen auch mit adaptiven Dämpfern ausrüsten. Diese sind aber nur beim 120D und M135i verfügbar.
Dafür verbessern sie den Fahrkomfort und sorgen gleichzeitig dafür, dass er sich noch sportlicher anfühlt. Sprechen wir aber nun über das Infotainment-System. Der Einser kommt serienmäßig mit einem 9-Zoll-Bildschirm und eingebautem Navi. Apple CarPlay ist ebenfalls mit dabei, genauso wie Android Auto. Das Infotainment-System ist noch die alte iDrive-Generation. Es ist also leicht zu bedienen und zu kontrollieren, aber nicht ganz so gut wie die neueste Version. Man kann auch einen 10-Zoll-Bildschirm mit schärferer Grafik und einem schnelleren Betriebssystem bekommen. Dazu bekommt man einen volldigitalen Tacho, auch wenn er nicht der beste ist. Aber ich glaube nicht, dass ich noch mehr zu dem Standard-Tacho sagen muss. Ihr wisst, wie er mich anekelt. Für die Konnektivität ist hier unten ein USB- und ein 12-Volt-Anschluss. Eine induktive Ladestation ist bei der Telefonie mit Wireless Charging für 487 Euro ebenfalls dabei. Hier drunter ist noch ein USB-Port und zwei weitere hinten. Kommen wir nun zu der Praktikabilität des Autos. Wenn ihr die Rücksitze umklappt, werdet ihr merken, dass ihr eine durchgehende Ladefläche habt. Sie ist vielleicht nicht ganz flach, es ist aber trotzdem einfach, Gepäck von hinten nach vorne zu schieben. Mir gefällt, dass die Gurte von Sitzen getrennt sind. So sind sie nicht im Weg, wenn man die Sitze umklappt. Wenn ihr aber ein kleines Kind und viel Gepäck mitnehmen müsst, ist dieser Wagen eine gute Wahl. Er hat hier vorne nämlich Isofix-Punkte auf dem Beifahrersitz. Und für den Fall, dass ihr Drillinge habt, sind hier hinten auf den äußeren Sitzen noch wie immer zwei weitere. Die Abdeckungen sind umklappbar und es ist super einfach, dort einen Kindersitz anzubringen. Dabei hilft auch, dass die Türen sich so weit öffnen lassen. Es ist genau deswegen kein Problem, größere Sitze hier reinzubekommen. Kommen wir nun zu dem Moment, auf den ihr alle gewartet habt. Die Ablageflächen. Das Handschuhfach hat eine gute Größe. Handschuhe im Handschuhfach. Wie ungewöhnlich. Die Getränkehalter haben auch eine gute Größe. Sie sind nicht sonderlich tief, aber auch nicht wirklich flach. Perfekt also. Hier drunter ist anscheinend genug Platz für einen Damenlaufschuh, wie es aussieht. Hier drüben ist ein kleines Fach, in dem man gut sein Desinfektionsmittel unterbringen kann. Praktisch dafür, wenn man gerade den Laufschuh einer fremden Person angefasst hat. Die Türtaschen sind riesig, sowohl vorne als auch hinten. Hier gibt es auch noch ein Netz an der Rückseite der Vordersitze. Das ist nicht ganz so wichtig. Das Modellportfolio startet mit dem SE, also der Standardausführung. Dieser kommt serienmäßig mit LED, Tempomat, Klimaanlage und Parksensoren vorne und hinten. Zusätzlich zum 9-Zoll Infotainment-Bildschirm. Darüber befindet sich das Sportmodell, welches mit wunderbaren Sportsitzen kommt. Dazu eine ambiente Beleuchtung. Die Leuchten befinden sich hier auf dem Armaturenbrett ebenso. Dazu gibt es eine 2-Zonen-Klimaautomatik. Bei den M-Sport-Modellen gibt es ein beheizbares Lenkrad und diverse andere optische Veränderungen im Interieur. Ganz oben der M135i, der mit einem Haufen Performance-Upgrades und einem volldigitalen Tacho kommt, anstelle dieser Dinger. Ich glaube, langsam versteht ihr, dass ich nicht großer Fan davon bin. Weil es ein BMW ist, stehen natürlich auch diverse Sonderausstattungen zur Auswahl, die alle in Paketen zusammengefasst sind. Guckt euch die ganzen Pakete an. Ich will euch damit gar nicht langweilen. Stattdessen werde ich meinen idealen Einser samt Motor, Ausstattungslevel und Optionen konfigurieren und anschließend ein gutes Angebot von unseren vertrauten Händlern auf CarWow erhalten. Wenn ihr das Angebot und den Wagen sehen wollt, dann klickt jetzt die Anzeige oben rechts, um sie euch anzuschauen. Wie lautet also mein abschließendes Fazit zum neuen 1er BMW? Solltet ihr ihn vermeiden, in Betracht ziehen, in die engere Auswahl nehmen oder direkt kaufen? Meiner Meinung nach solltet ihr ihn in die engere Auswahl nehmen. Er hat seine Einzigartigkeit ein wenig verloren, weil er nun frontangetrieben ist und so generisch aussieht wie ein Kandidat bei X-Factor. Aber trotzdem ist ein wirklich gutes Auto. Stimmt ihr mit meiner Meinung überein? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Abonniert bitte dazu diesen Kanal, um mehr Videos anzusehen. Und wenn ihr die Händlerkarte anklickt, könnt ihr sehen, wie viel ihr beim Kauf eines neuen Wagens auf CarWow sparen könnt. Oder klickt eines der Videofenster an, um ein weiteres meiner Videos zu sehen.